Moment. Daumen hoch. So, da wollen wir mal unseren Megamarsch München starten. Feuer frei. 100 Kilometer in? 20. 15. Ja, jetzt sind wir bei Kilometer 10. Fehlen noch 90. Jawohl. Ja, noch 90. Ja, geil. So, der Horst ist gerade am Pissen. Wir laufen immer weiter. Geradeaus. Immer weiter. Wir sind hier an der Isar. Ja, wir waren jetzt hier bei Kilometer 15 angelangt. Noch 10 Kilometer, dann müsste eigentlich die erste Verpflegungsstation kommen. Wir werden sehen. Alles so still hier, keiner redet. Ja, ja. Das wird ruhiger. Ja. Wir laufen hier noch immer an der begradigten Isar hier, oder was ist das? Jawohl! Verschiedene Isar-Arme gibt es hier. Und es geht uns noch sehr gut. Aber ohne Powerstation leider. Ohne Powerstation. Also wir haben leider, die Krombacher alkoholfreie Powerstation verpasst. Ja, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, ich weiß nicht, ob man das hört vom Wind her. Aber das da oben scheint nichts Gutes zu verheißen. Wir sind jetzt erst bei Kilometer 22. Heißt nachher die Kapuze aufziehen.
Jetzt haben wir 20.15 Uhr. Wir haben nach 26 Kilometern die erste Raststation erreicht. Es wird in einer Dreiviertelstunde wird's dunkel. Dann holen wir unsere Lämpchen raus. Noch haben wir auch Glück, aber das hat bisher noch nicht geregnet. Die erste Verpflegungsstation ist da. Noch ein. Das scheint ja auch die letzte Lampe zu sein. Jetzt laufen wir in die Nacht. Es ist dunkel. So, hier sind wir bei ziemlich genau Kilometer 40 bei der zweiten Verpflegungsstation. Hier wird im Moment noch aufgebaut. Es sind noch nicht viele vor uns. Wollen wir mal schauen, wie das noch wird. Auf jeden Fall, meinen Füßen geht's gut. Blasen habe ich keine, aber es tut schon einiges weh. Wir haben 0.30 Uhr und sind gleich bei Kilometer 50. Hier sollte auch gleich eine Power Station kommen. Es schüttet wie aus Eimern. Und ich weiß nicht, sieht man es auf dem Video, dass da hinten der See schemenhaft zu sehen ist. Jetzt haben wir noch 25 Kilometer und dann taumeln wir hoffentlich ins Ziel ein. Also es sind deutlich weniger Leute geworden, weil es regnet seit 0.30 Uhr heute Nacht ununterbrochen und es macht einfach keinen Spaß mehr. Jetzt geht das Ganze sogar teilweise schon in Schneeregen über. In Mittenwald soll es tatsächlich bis heute Abend 3 cm, 4 cm schneien. Und ich hoffe, dass wir dann zu Hause sind und schön heiß duschen kann. Und weiter geht's. We'll be right back.
der Megamarsch 2019 von München nach Mittenwald. Und was soll ich sagen? Das war ein ziemlich harter Marsch. Es war nichts mehr trocken zum Schluss. Ab Kilometer 50 fing es bei uns an zu regnen. Das war so nur 30. Wir haben noch Glück, dass wir die ersten 50 Kilometer noch recht trocken laufen konnten. Da sind natürlich alle anderen, die später als 16 Uhr starten mussten, ist natürlich ein großer Nachteil, weshalb auch ziemlich viele wahrscheinlich abgebrochen haben. Wir waren auch kurz davor, wir waren bei Kilometer, ich glaube 70, 71, bei der dritten Station haben wir überlegt, okay, brechen wir ab. Aber da haben wir uns entschlossen, noch eine Stunde uns aufzuwärmen und dann Augen zu und durch. Und so haben wir es auch gemacht. Und das war natürlich wirklich hart. Ich habe Füße gehabt, die sahen aus wie von einer 100 Jahre alten Wasserleiche. Ich war unterkühlt, sag ich mal. Aber ich stehe schon auf der Warteliste für den nächsten Megamarsch in München. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr vom Wetter her deutlich besser wird. Ich bin ja auch in Hoffnung nach München gefahren, dass man eben bei dem Marsch ein bisschen mehr sieht als bei den anderen Megamärschen, die wahrscheinlich auch alle nicht schlecht sind. Dieses Jahr will ich vielleicht noch in Frankfurt mitlaufen, aber eben das ist was ganz anderes, wenn man zwischen Häuserwänden herumläuft oder eben am Walchensee. Das ist was ganz anderes, aber dennoch 100 Kilometer sind 100 Kilometer. Ich stehe auf jeden Fall auf der Warteliste und hoffe darauf, dass das Wetter nächstes Jahr besser wird. Die Strecke war meines Erachtens richtig gut ausgeschildert, bis auf einige Stellen mitten in der Nacht bei Benedikt Beuern war ab dann durch die Waldstücke an der Klamm oder was auch immer das war, da war es recht gefährlich, weil es rutschig war und wir hatten uns auch mit einer Gruppe 3-4 Mal ein bisschen verlaufen. Aber das ist natürlich im Endeffekt nicht anders zu machen. Von der Kleidung her war ich natürlich nicht angepasst, nicht richtig. Ich wusste, dass es regnet. Ich habe eine gute Regenjacke mitgehabt, aber auch da hat mir das Ganze nichts gebracht. Ich wurde komplett durchnässt. Dann fing es zum Schluss ja auch noch an zu schneien. Es wurde immer kälter. Beim nächsten Mal ist auf jeden Fall ein Poncho dabei, der das Ganze deutlich besser wahrscheinlich händelt mit dem Regen, dass alles außenrum abläuft. Aber auch da habe ich Leute heute gefragt, die mir gesagt haben, auch der Poncho hätte nichts genutzt. Aber gut, ich hatte auch Ersatzsocken dabei, aber das hat auch nichts gebracht. Die wären innerhalb von 5 Minuten wieder komplett durchnässt gewesen. Deswegen sind wir mit ein und denselben Socken von Anfang bis Ende durchgelaufen. Und wir haben Glück gehabt, dass die Socken eben nicht an Füßen hängen blieben beim Ausziehen. Was ich auch noch sagen wollte ist, Hut ab vor denen, die es auch nur bis 20, 40, 60, 80 geschafft haben. Das ist bei dem Wetter wirklich extrem und vor allen Dingen den ganzen Finishern natürlich der größte Hut ab. Ich habe zwar jetzt auch gehört, es soll ein paar Schummler gegeben haben. Tja Leute, wer macht sowas? Wer lässt sich mit dem Taxi von einer Station zur nächsten fahren und läuft dann trocken über das Ziel und belügt sich selbst? Ich verstehe sowas nicht. Entweder man hört ehrlich bei 40, 60, 80 auf oder eben man läuft durch und kann zum Schluss ruhigen Gewissens sagen, ich habe es gepackt. Ansonsten habe ich mich und meinen Körper komplett verarscht. Aber gut, das soll jeder machen, wie er es für richtig hält. Und gut, dann ist es eben so. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielleicht sieht man sich bei einem der nächsten Megamärsche irgendwo. Und in München will ich auf jeden Fall wieder mitmachen. Und dieses Jahr habe ich vielleicht noch vor, das Ganze in Frankfurt durchzulaufen. Gut, dann macht's mal gut. Und hier, das müssen wir jedes Mal holen.